Das ist ein Puzzle, ich sehe das. Warum löst das nicht aus? Fehlt da noch ein Teil? Fuck, da fehlt noch ein Teil! Nein! Hey, Mr. X, könntest du mich kurz töten? Wir gehen zwei Schritte zurück. Wir gehen mal kurz zwei Schritte zurück. Ah. Ich muss in den scheiß Uhrenturm. Fuck, ich hab das mit der Bibliothek da noch nicht gemacht. Das sieht aus, als wird's gebraucht werden beim Uhrenturm. Reparaturplan. Ort Polizeistation, westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Wertes der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparaturen anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherheit der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Oh, Herz, ja, ich bin so schlau.
Was muss da rein? Das wahrscheinlich. Oh mein, was brennt da draußen? Wer weiß. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wer weiß, wann der Spacko kommt. Wenn er hier ist, haben wir ein Problem. Leon. Pulver groß. Okay. Danke. Oh mein. Fehlt mir ein Teil? Komm nicht an das Teil ran. Ohne dass ich die Lösung hierfür habe. Okay, mir fehlt noch ein Zahnrad anscheinend oder sowas in der Richtung. Wo kriege ich das nun her? Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben. Das ist wundervoll. Aber wo hast du die ganzen Dinger dahin? Warum wird mir das große Zahnrad angezeigt? Das
Gegenstand. Kann ich das auch hier oben einsetzen? Oh my. Einmal zum Laufen gebracht und dann funktioniert's, oder? Überhaupt nicht laut. Er wird zu 100% nicht wissen, wo ich bin. Zu 120% wird er nicht wissen, wo ich bin. Warum sollte er jemals wissen, wo ich bin? Schade, ich dachte, du läufst noch das Revier ab mit Mr. X im Nacken. Nope. Weglaufen kann ich gut. Wenn es darum geht, verstehe ich, was ich tun muss. Zurück in die Eingangshalle. Zurück in die Bibliothek, würde ich sagen. Das heißt, raus, nach oben. Hoffen wir, er ist nicht direkt um die Ecke. Fuck off. Falsche Richtung. Ups. So weit, so gut. Mein Hals ist erst, wenn man rot ist. Nein. Ich kann Leon nicht Auchi-Bubu die ganze Zeit machen. Das geht nicht. Armer Leon. Frage ist, wie komme ich an den ganzen Hunden vorbei, die da unten sind? Ich darf nicht schießen. Weil sonst ist er mir wieder am Arsch klebend. Das wäre keine gute Idee, währenddessen ich dieses komische Rätsel machen muss mit dem Stromkreisen. Unten in der Zelle. Ich komme bestimmt noch mal ins Polizeipräsidium.
Weil ich habe noch keinen Herzschlüssel gefunden. Oder? Das heißt, eigentlich müsste er nochmal hier reinkommen. Wenn es jetzt wirklich schaffen sollte, aus der Tiefgarage rauszukommen, müsste er eigentlich nochmal hier reinkommen. Weil ich habe so viele Herztüren noch nicht geöffnet, das ist unglaublich. Deine Bosskämpfe werden wohl auch ohne Heilung auskommen müssen. Tatsache. Weißt du, wie oft wir sterben werden in nächster Zeit? Herzschlüssel ist für Claire. Das heißt, ich krieg den gar nicht. Ich habe so vieles hier noch nicht gemacht. Nein, kein Herz für Karo. Oh. Ich war noch nicht im Beobachtungsraum. Er ist aber auf jeden Fall immer noch hinter mir her, ne? Das wäre keine schlaue Idee. Aber ja, man kommt nochmal zurück, wenn man es will. Das beruhigt mich. Okay. Ich gehe ganz kurz Pipi machen. Es tut mir leid, okay, ich weiß, wir hatten erst Pause, aber ich muss aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Und dann versuchen wir an den ganzen Hunden vorbeizurennen. Alter Schwede. Be right back. Okay. Hallo.
Aber du könntest dir im Verhörraum und Waschraum noch ein, zwei Dinge holen, die dir vielleicht etwas das Leben erleichtern. Wo ist der Waschraum? Wäschekammer? Hallo, Wäscheraum. Oh my. Ich mag die Mini-Tresore. Die sind witzig. Diese random, bei jedem Durchgang ist der Code anders. Geh erst zum Verhörzimmer. Zu spät, Baby! Obwohl, auch egal. Okay. Wow. What the fuck? Zweihundertdrei und 103. Jacker.
Er ist da. Also kommt er auch, wenn mich Monster entdecken, ja. Okay. Ich wünschte, der Zombie hätte mich von vorne angegriffen. Hätte ich ihn abwehren können. Schmeißt Wesker's Waffe raus? Niemals! Wesker's Waffe ruled! Hell yeah. Sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you gonna talk to me, or are you gonna... This interview is over. Bitch.
Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammte große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in ihr Untergrundlabor. Also werden Sie mir jetzt antworten oder dieses Interview ist vorbei, Mischstück. Okay. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, von denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Bivor-Waffe. Von den Mistkerlen ist in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass er hier herumwandert, die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. What are they after? Denk an den Hebel bei der Gelegenheit und nimm nicht den offensichtlichen Weg. Links ist ein Erste-Hilfe-Spray. Nehme nicht den offensichtlichen Weg. That's not good. Give me a break. Und Leon. Because why not? Hi! Na? Ada! Oh my god! I love you so much, Ada Boo Boo. Hi, Ada Wong. This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're gonna kill me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Kann ich nochmal zurück? Ist er noch hinter mir her? Ist er tot? Bist du tot? Bist du wirklich tot? Ada, Bubu. Ich verspreche, ich komme zurück. Ich verspreche, ich komme zurück. Ich verspreche es dir, okay? Ich muss nur noch mal ganz kurz hier oben hin. Da liegt noch Zeug rum, was ich gern mitnehmen wollen würde und so. Ich bin sicher, du verstehst das, Bubu. Liebe dich!